Ahoi Pokebuddies und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Battle in den Editionen Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Ich hänge hier ab auf dem Kampfplaza und habe gerade einen Gegner aus Japan gefunden. Diese Person hat einmal die Pokémon Lucario, Alola Vulnona, Gastrodon, Panferno, Impergator und Quajutsu am Stissel. Ich habe die Pokémon Dragoran, Megasimsala, Nidoking, Machomai, Kingler und Smetbo dabei. Dem einen oder anderen ist sicher aufgefallen, dass ich nur Pokémon aus der ersten Gen dabei habe. Dafür gibt es auch einen Grund. Ich hoffe, dass ich dann darauf ja im Laufe des Kampfes oder am Ende von diesem Part kurz eingehen werde. Erstmal konzentrieren wir uns auf die drei Pokémon, die wir mitnehmen werden. Megasimsala will ich sehr gerne mitnehmen. Definitiv. Ich meine, Megasimsala habe ich einige Male schon mitgenommen gehabt, aber ich bin nicht dazu gekommen, mit Megasimsala zu kämpfen. Machomai? Ich fange mal an mit Machomai, Simsala und das dritte Pokémon ist Smetbo vielleicht, oder? Der Computer entscheidet den dritten Gegner, wie immer. Naja, allmählich weiß ich echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Immer wieder passiert mir dasselbe, aber egal. Ist nicht so schlimm. Mein Ziel in diesem Part ist es, nur Pokémon aus der ersten Gen zu verwenden. Ich habe mir jetzt vorgenommen, nur auf die Kampfplaza-Kämpfe bezogen, Pokémon aus den jeweiligen Gens herauszupicken und mit diesen Pokémon gegen die Gegner zu kämpfen. Das bedeutet einmal Pokémon aus der ersten Generation, dann Pokémon aus der zweiten Gen bis zur siebten Generation. Und ich will das immer so machen, einmal ein Battle auf dem Kampfplaza und dann wieder ein Abonnenten-Battle, dann wieder Kampfplaza und dann wieder ein Abonnenten-Battle. Ich habe da ein bisschen Lust auf, zahlreiche Abwechslungen. Ich meine, ich achte ja darauf, so gut ich kann, auf dem Kampfplaza immer wieder neue Teams mitzunehmen, neue Pokémon oder Pokémon, die sich die Abonnenten wünschen, dass ich die einmal benutze. Okay, Panferno. Du bist definitiv schneller. Du hast keine Attacke, die Machomai sehr effektiv treffen könnte. Nahkampf wäre aber dennoch heftig oder Flammenblitz. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wuchtschlag einsetzen würde, das würde sich, glaube ich, lohnen, weil du kein Geist-Pokémon dabei hast. Ich probiere das mal aus. Mein Machomai hat das Item Wahlband. Das bedeutet, wir sollten definitiv mehr Damage machen. Mogelhieb? Ei, stimmt ja. Panferno und Mogelhieb, stimmt. Das geht ja auch. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Okay, gut. Panferno, dann hast du dem Machomai erstmal einige Kraftpunkte abgezogen, bevor du richtig losgelegt hast. Irrlicht? Ja, das haut hin. Also, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber das ist ja das Tolle an den Battles auf dem Kampfplaza. Und das ist wiederum nicht so gut, dass wir Irrlicht abgekriegt haben. Aber gut, dass Machomai das Item Wahlband bei sich hat. Das bedeutet, dass jetzt Machomai nicht so großartig unter der Attacke Irrlicht leidet. Alles gut, Wahlband, Verbrennung, ja. Was soll's. Gut, ich würde mal sagen, wir machen weiter mit der Attacke Wuchtschlag. Lohnt es sich rauszugehen? Würde der Gegner vielleicht Panferno rausnehmen? Alola Vulnona wäre nicht schlecht. Wegen einer Fee-Attacke. Je nachdem, ob das ein physisches oder ein spezielles Lucario ist, kann Lucario die Attacke Psychokinese drauf haben und die Attacke auch einsetzen. Ach, wisst ihr was, Leute? Achso, welches Pokémon ist denn jetzt das dritte Pokémon? Dragoran! Ja, Dragoran ist auch nice. Ja gut, dann haben wir zwei physische Pokémon dabei und ein spezielles Pokémon. Das sind auch richtig geile Pokémon aus der ersten Gen so nebenbei. Ja, zu Simsala gehen wäre auch nicht schlecht, aber wir ziehen das Ding erstmal hier durch mit Machomai. Mal gucken. Aha, ja, stimmt, es ist ja noch verwirrt. Vielleicht trifft es sich selbst. Ja, sehr schön, passt doch. Passt doch, sehr schön. Gut, gut, Machomai, du ziehst das Ding hier durch. Aber Machomai, vergiss die anderen Pokebuddies nicht. Das wäre schon cool, wenn wir die anderen beiden auch einmal einsetzen könnten. Mal schauen, was passieren wird. Ja, ich weiß nicht. Machomai jetzt rauszunehmen. Oder soll ich es als Supporter-Pokémon verwenden? Gastrodon, okay. Boden und Wasser. Simsala hat Energieball. Ich würde mal sagen, wir bleiben noch kurz mit Machomai im Kampf. Und ziehen das Ding hier durch mit Wuchtschlag. Damit wir wenigstens Gastrodon ein wenig andamagen können. Vielleicht können wir es ja wieder verwirren. Da ist die Verwirrung. Mann, Machomai, du gehst voll ab.
Du darfst Dragoran und Megasimsalar nicht vergessen. Oh, ein weiteres Pokémon, welches sich selbst getroffen hat. Krass. Ich sag mal so, wenn dieser Kampf jetzt so weiterhin verläuft, können wir einen weiteren Kampf gemeinsam bestreiten. Wurfschlag. Krass, Mann. Ein verbranntes Maromai. Macht dennoch so viel Damage. Gut, Ballband. Geil, ey. Was wäre bloß, wenn ich kein Ballband hätte? Das wäre, glaube ich, ein bisschen... Ja. Schwierig. Geofissur. Okay, was soll's. Maromai, du hast dein Bestes gegeben. Du hast dein Bestes gegeben. Ein KO-Treffer. Treffer. Gut gemacht, Maromai. So, Megasimsalar. Endlich setze ich dich ein. Ich meine, Dragoran habe ich ja schon mal, glaube ich, irgendwann irgendwo eingesetzt. Aber Megasimsalar nicht so oft. Das würde ich mal gerne tun. Okay, gut. Ja, wir können irgendeine beliebige Attacke einsetzen und Gastrodon ist sowieso KO. Lohnt es sich, Energieball einzusetzen? Auf einmal hat der Gegner Quajutsu dabei. Das wäre geil. Ich meine, Megasimsalar ist sowieso schnell. Vielleicht hat aber der Gegner Lucario dabei. Mit der Mega-Entwicklung und plus mit der Attacke Patronenhieb oder Turbo-Tempo. Nee, ich glaube, ich setze doch lieber Energieball ein. Wenn ich Psychokinese einsetze, wäre das nicht gut gegen Quajutsu. Fokusstoß, nee, damit würde ich verfehlen. Ich ziehe das Ding hier durch mit Energieball. Aha, Gastrodon wird zurückgerufen. Okay, dann wird das wahrscheinlich doch... Ah, ich wollte gerade sagen, das wird doch kein kurzer Kampf, aber... Krass, der Gegner hat eiskalt Quajutsu dabei. Ja, also ich hoffe, dass dein Quajutsu das Item Focus Gold bei sich hat. Weil das wird jetzt ziemlich heftig. Megasimsalar. Ja, Energieball. Wandlungskunst, okay. Heftig. Jetzt hat Simsalar auch die Fähigkeit Wandlungskunst. Geil, Simsalar mit der Fähigkeit Wandlungskunst. Ist doch geil, ey. Ist geil. So, das war's. Ja, Gastrodon. Das war's dann wohl. Okay. Geil, ey. Ich bin gerade richtig baff und fasziniert vom Megasimsalar. Der Kampf wurde aufgegeben. Okay, ist nicht so schlimm. Ich würde mal sagen, Leute, dass wir noch einen weiteren Kampf gemeinsam machen. Eben gerade war das so, dass ich sehr schnell einen Gegner getroffen habe. Aber wobei, das könnte auch wieder dauern, ne? Ich würde mal sagen, ich mache hier kurz einen Cut und sobald ich einen Gegner gefunden habe, geht's dann weiter. Bis gleich. Okay, Leute, da ist der nächste Gegner und zwar eine weitere Person aus Japan. Diese Person hat einmal die Pokémon Hippoteros, Zapiroyal, Logok, Garados, Porygon Z und Argoyon am Start. Krass, Argoyon ist tatsächlich so ein... Ja... beliebtes Pokémon auf dem Kampfplaza. Ich meine, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich Argoyon in einem Part dabei habe als gegnerisches Pokémon. Aber gut, Argoyon ist auch ein ziemlich geiles Pokémon. Es lohnt sich auf jeden Fall mit diesem Pokémon zu kämpfen. Ist auch ein ziemlich schnelles Pokémon. Wenn man auch die Gelegenheit dazu kriegt, Ränkeschmied einzusetzen, dann ciao. Zwei Pokémon, die eine Mega-Entwicklung einsetzen können, Logok und Garados. Ja, ich würde sehr gerne Smetbo mitnehmen, aber... Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Wobei, doch, wegen Hippoteros und Zapiroyal. Aber dennoch werde ich... Doch, ich werde Smetbo mitnehmen. Dieses Mal möchte ich sehr gerne mit Kingler anfangen. Smetbo nehmen wir mit. Nidoking hatten wir eben nicht dabei, aber ich habe dieses Pokémon schon sehr oft am Start gehabt. Ich nehme Dragoran. Ja, Dragoran. Genau, mit Dragoran haben wir, glaube ich, in diesem Part noch nicht so gekämpft. Aber Nidoking habe ich ja schon sehr oft oder häufig... in dem Wi-Fi-Battle schon benutzt. Nidoking ist so ein geiles Pokémon. Hohe Gewalt, Leben, Orb. Es bekommt durch die Fähigkeit kein Damage, nachdem es eine Attacke einsetzt. Netter Spezialangriffswert, nette Initiative. Und man kann auf jeden Fall, ja, ziemlich kreativ unterwegs sein mit dem Pokémon. Es kann Attacken wie Donnerblitz, Eisstrahl. Das ist mega geil. Aber es hat wiederum auch krasse Schwächen, ne? Wie Boden und Psycho, Wasser. Ist schon heavy. Eis. Okay, so, Logok, alles klar. Feuer, Kampf, vielleicht eine Mega-Entwicklung oder vorher Schutzschild. Abschlag würde sich, glaube ich, nicht lohnen. Erstmal trifft die Attacke nicht sehr effektiv. Und wenn es den Megastein bei sich hat, dann lohnt es sich sowieso nicht. Krabhammer lohnt sich aber sowas von. Ist ja auch eine Step-Attacke. Zapiroyal könnte die Attacke gut wegstecken. Argoyon. Garados. Der Angriffswert von Kingler
Hat satte 200 Punkte, Leute. Krass, oder? Der Verteidigungsball ist auch nicht schlecht. Mit der Offensivweste unterwegs. Fähigkeit Scherenmacht. Dadurch kann der Angriffswert von Kingler nicht gesenkt werden, was ziemlich nice ist. Okay, Krabhammer, Basisstärke 100, Genauigkeit 90. Okay, let's go. Genug Theorie. Okay, es ist ein Megalogok. Schutzschild würde sich nur lohnen, wenn der Gegner gucken möchte, was passiert. So, aber... Donnerschlag! Kingler, Kingler, du hältst das aus. Sehr schön, Kingler. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist so geil. Und ein Volltreffer. Oh, ich glaube, Kingler hat meine Liebe empfangen. Geil, Mann. 200 Punkte im Angriffswert. Ach ja, ich habe diesem Kingler 252 EV-Punkte im Kraftpunkt, im Kraftpunktebereich verteilt, beziehungsweise gegeben. Deswegen kann es auch daran liegen, weshalb ich Donnerschlag gerade auch gut ausgehalten habe. Natürlich die Offensivweste auch. Ich meine, der Verteidigungswert von Kingler ist auch nicht schlecht. Außerdem war ja jetzt Donnerschlag von Logoks Seite aus keine Step-Attacke, aber immer noch eine sehr effektive Attacke. Argoyon, jetzt habe ich ein Problem. Z-Attacke? Ich meine, Z-Kristall? Kann ich dem Argoyon nicht wegnehmen. Wenn ich jetzt aber Abschlag einsetze, dann kann ich vielleicht, falls Argoyon das Item Focus God bei sich hat, dieses Item wegnehmen, aber spielt sowieso keine Rolle, ob ich es jetzt richtig krass treffe, zum Beispiel nicht mit Kingler, aber mit einem anderen Pokémon und es auf einen Kraftpunkt runterkriege oder jetzt von Argoyon 20, 30 Kraftpunkte abziehe und es dann nochmal attackiere. Zu wem sollte ich rausgehen? Oder nee, ich bleib mit Kingler und setze hier Krabhammer ein. Ist auch eine Step-Attacke. Mal gucken, vielleicht setzt Argoyon Ränkeschmied ein. Nee, okay. Ah, okay. Nee, ich habe kurz überlegt, ob ich zu Dragoan übergehen soll, aber da habe ich gesehen, ich habe nur noch 4-5 Sekunden Zeit. Da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt hier irgendetwas Blödes anstelle, opfer ich Kingler. Auf. Initiative steigt, richtig brutal. So, Dragoan. Was machen wir jetzt, Kumpel? Wartet mal. Ja, genau. Alles klar, zu Dragoan. Ich kann mir erst das gegnerische Team angucken, wenn ich mich selbst für ein Pokémon entschieden habe. Ja, Argoyon. Ich muss mal echt gut überlegen, was ich jetzt machen soll. Flug-Pokémon Garados. Was sagt der Spezialverteidigungswert von Dragoran? 121. Wenn ich jetzt Drachentanz einsetzen würde, dann würde ich es zwar nicht outspeeden, aber dafür wäre der Angriff stärker. Aber Argoyon könnte ja eine Drachenattacke einsetzen. Das bedeutet, ich hätte keine Chance, es zu attackieren. Deswegen setze ich jetzt direkt die Drachenklaue-Attacke ein. Vielleicht hat ja die Gegnerin auch hier Garados am Start. Dann würde ich mit Erdbeben nichts bewirken. Erdbeben, Basisstärke 100. Drachenklaue war 80, oder? Ja, 80. Aber ist eine Step-Attacke. Okay. So, komm schon, Dragoan. Gib dein Bestes. Multischuppe hast du ja am Start. Oh nein, da kommt eine Z-Attacke. Krass. Jetzt bin ich gespannt, ohne Ränkeschmied. Oh, das war's, oder? Ja. Mist, Argoyon. Du, ey, du gehst mir manchmal echt auf die Nerven, aber nur wenn du mein Gegner bist. Ja, Bestien Boost von Argoyon wirkt und die Initiative steigt. Ja, was soll ich jetzt machen? Smetbuff, was wollen wir machen? Ah, na, Leute, wisst ihr, worüber ich mich gerade freue? Immerhin habe ich es geschafft, jedes Pokémon zu benutzen. Was soll's. Aber Kingler hat einen tollen Job gemacht, muss man sagen. Darüber habe ich mich echt gefreut, dass Kingler Donnerschlag ausgehalten hat und mit Krabhammer Megalogok KO'd hat. Gut, ja, Argoyon, du kannst hier mein Smetbow KO'en. Wenn du mich ärgern willst, kannst du gerne Ränkeschmied einsetzen. Och, schade, die Attacke geht auch nicht daneben. Ich hätte mich so gefreut. Du setzt die Gegnerin keine Giftattacke ein? Aber gut. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich jedes Pokémon einmal einsetzen konnte. Das ist fürs Erste mein Plan, Leute. Ich werde jetzt das so machen, dass ich Pokémon aus den jeweiligen Gens benutzen werde. Als Nächstes gibt es einen Wi-Fi-Battle gegen einen Abonnenten oder gegen einen Zuschauer. Danach
mache ich wieder ein, zwei Kämpfe auf dem Kampfplaza mit Pokémon aus der zweiten Gen. Wenn ihr vielleicht möchtet, dass ich gewisse Pokémon einsetze, schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht habe ich ja die Pokémon gerade in meiner Sammlung. Dann würde ich sie sehr gerne mitnehmen. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute ist wieder so ein schöner, heißer Tag. Und ich glaube, ich sollte mich jetzt zurücklehnen. Und genauso wie ihr gerade mich einfach nur ein bisschen entspannen. Macht es gut, Leute, und bis zum nächsten Part. Tschüssi!